Servus, hallo. In unserem heutigen Clip würde ich euch gern den Sidemount Escape zeigen. Super basic, drei Möglichkeiten, wie ich aus der Sidemount rauskomme und das Hauptaugenmerk auf meiner Posture, sprich Armpositionierung. Okay, der Ben hat seine Seitposition und seine Hüfte kontrolliert meine Hüfte. Er ist also noch nicht an meiner Posture vorbei und kontrolliert meine Schulterlinie, sondern er hängt noch fest an der Hüftlinie. Okay, meine Posture ist so, mein Ellbogen geht Richtung seiner Brust. Ich will den Arm innerhalb der Silhouette haben, innerhalb meiner Silhouette. Jedes Mal, wenn der Ellbogen ein bisschen rausschaut, kann er das ausnutzen, öffnet meinen Ellbogen und kriegt einen guten Underhook. Okay, um den Underhook nicht zu gewähren, Ellbogen rein. Die Hand kontrolliert seinen Bizeps. Ich nehme gern beide Hände zusammen, bilde einen kleinen Frame. Zusammen sind meine Arme ein bisschen stärker. Und hier blocke ich ihn. Meine Idee ist, den großen, relativ großen Winkel hier aufrecht zu halten. Was ich nicht will, ist, wenn er mich zusammendrückt, dass meine Hände meinem Gesicht näher kommen. Okay, hier werde ich nur schwächer, schwächer, schwächer. Ich will die Position halten. Okay, er drückt ein bisschen und ich halte den Winkel. Okay, das ist die ideale Ausgangsposition für mein Basic Elbow Knee Escape. Er gibt mir ein bisschen Druck, das hilft mir. Mein Fuß steht im Boden, kleiner Bump gegen ihn, Hüfte raus, Knie rein Richtung Guard. Wenn es jetzt passiert, dass er bereits an meinem Ellbogen, an meinem Anzug zieht, okay, und meine Schulter damit auf den Boden bringt, muss ich mich erst um das kleine Problem hier kümmern. Er zieht, okay, ich switch die Hände, meine Hand blockt kurz seinen Arm und jetzt reiße ich meinen Arm hoch, als ob ich mir durch die Haare fahre. Okay, kleiner Wechsel, unauffällig, die Hand blockt, die Hand reißt nach oben. Jetzt, wenn ich zurückkomme, nehme ich gern beide Hände an sein Handgelenk und push gegen seine Hüfte. Ab hier gibt es nicht mehr viel, was er tun kann. Okay, wenn er probiert, sich auszurichten, in mich reinzudrücken, gibt er mir nur genau das, was ich brauche, um zu escape. Gut, bei der zweiten Variante switcht er jetzt seine Beine wie zum Kesagatame. Okay, in meinen Augen absolut überflüssig, aber es passiert sau oft, weil die Leute denken, sie können dadurch vielleicht leichter unter meinen Ellbogen rutschen. Okay, die Position ist okay, wenn er meine Brustlinie blockiert, Kesagatame, jetzt macht das Ganze Sinn, aber unten an meiner Hüfte macht es keinen Sinn. Okay? Gut, er hat die Beine normal. In dem Moment, wo er wechselt, greife ich seinen Bizeps und strecke meinen Arm. Okay? Mein Ziel ist, dass er in Rücklage kommt. Ab hier komme ich nach oben und meine Beine wandern unter ihm weg. Okay? Nochmal. Die Beine sind geswitcht. Switch heißt für mich, sein rechter Fuß ist weiter vorne als der linke. Okay? Ich pushe nach hinten. Reicht meine Armlänge nicht, greife ich seinen Kimono. Okay? Ich pushe nach hinten ins Hohlkreuz. Und jetzt beim nach oben kommen darf ich meinen Ellbogen nicht mehr abwinkeln. Okay? Ich fange an zu pushen und jetzt ist mein Ziel, ihn weiter zu drücken. Das heißt, mein Arm bleibt relativ gerade beim nach oben kommen. Dann wandern meine Beine unter ihm weg. Und ich habe Side Control. Die letzte Möglichkeit. Diesmal kommt er nach vorne, um meine Arme zu zerdrücken. Okay, er geht auf beide Knie, verlagert seinen ganzen Schwerpunkt Richtung meinen Händen, Richtung mein Gesicht und zwingt meine Posture zu kollabieren. Okay.
wenn ich merke, ich bekomme hier zu viel Druck, rotiere ich meinen Arm runter und hole mir den Underhook. Die Hand bleibt am Bizeps und ich kann wieder meinen normalen Elbow-Knee-Escape machen oder zum Tackle gehen. Okay, nochmal alle drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, Basic Elbow-Knee-Escape, vielleicht hält er fest, dann löse ich erst. Möglichkeit 2, er switcht zum Kesagatame-Position. Push. Dritte Möglichkeit, er kommt nach vorne, probiert meine Posture zu zerdrücken. Ich rotiere nach unten, sichere mein Ohr auf meinem Bizeps, bleib mit der Hand auf dem Bizeps. Und von hier aus hole ich mir die Half Guard, shrimp raus, komm hoch, was immer ich will.